Hi Leute, wie ihr seht, endlich geht es an unserem Hybridprojekt weiter. Ich habe jetzt hier die Motoraufnahme gebaut, die ist auf jeden Fall fest. Der Motor sitzt. Ich muss nur aufpassen, dass der Roller mir nicht zu weit einfedert, dass der Motor auftrifft. Eventuell hole ich mir noch ein längeres Federbein oder so, das sehe ich ja. Wie ihr seht, ich gehe ein bisschen näher hin. Wie ihr seht, ist unser Antrieb jetzt fertig. Und zwar habe ich diese verlängerte Mutter von der Pollini Torsen genommen, dann diese Getriebewelle, wie ich euch eben gesagt habe. Und da habe ich dann hier meinen Kupplungswandlerblock drauf aufgebaut. Funktioniert ganz gut. Also der Motor kann frei drehen. Ist bloß noch ein bisschen auf Spannung das Ganze. Eventuell mache ich mal noch ein, zwei Glieder rein. Das ist natürlich auch wieder geil. Man muss erst mal rausfinden, was das für eine Kette ist. Das Ding wird hier aus China einfach geliefert als Fahrradkette. Ist natürlich keine Fahrradkette. Durch viel Messen und Probieren habe ich jetzt herausgefunden, dass es eine T8F-Kette ist. Und da kann man, das muss man natürlich alles erst lernen, wenn man keine Ahnung davon hat, ne? Man tut diese Nieten hier aufflexen, dann kann man die Kette auseinander machen, dann kann man noch Glieder einsetzen. Ich habe jetzt die Kette vielleicht doch etwas zu stark gespannt. Und dann mit einem Schloss, mit so einem Sägering, machst du das einfach wieder zu. Das ist jetzt eine Kette mit 100 Gliedern, die habe ich jetzt gekauft, weil die alte, die Kette, die dabei war, war natürlich viel zu kurz. War ja klar. Aber die kann ich jetzt nehmen, um mir die Kette hier nach Belieben zu verlängern. Denn ich habe jetzt zwar ausgerechnet, dass ich mit dem Ritzel und dem Ritzel hier auf eine Drehzahl von von 1100 Umdrehungen komme, was dann ungefähr 100 km/h entsprechen würde. Länger soll ja der Motor gar nicht mitlaufen. Ja, ich weiß nicht, ob das dann so hinhaut, das werde ich sehen. Notfalls mache ich anstatt hier diese 11 Zähne-Ritzel, mache ich halt eins mit 14 oder mit 17 Zähnen. Dann bringe ich hier noch mehr Drehzahl hin. Ich kann auch eventuell einfach hier die Kupplungsfedern, das sind Originale, gegen noch weichere tauschen, dass er eher einkuppelt. Das sehe ich ja. Auf jeden Fall, ich kann, wenn ich den Roller aufbocke, das Rad drehen und wenn ich das hier festhalte, dreht sich das schön frei. Genauso wollte ich es haben. Ich muss hier noch mal ein bisschen rangehen, denn wenn ihr seht hier, ich habe hier dummerweise ein bisschen auf den einen Zahn drauf geschweißt. Mit Schweißen habe ich es echt nicht so. Ich habe aber auch kein vernünftiges Schweißgerät, muss man dazu sagen. Das muss ich noch ein bisschen abschleifen, das hebelt mir ein bisschen die Kette aus. Aber ihr seht, das funktioniert. Ich habe auch schon die Akkus bestellt. Vielen Dank an meinen Helfer. Du weißt, wer gemeint ist. Und zwar habe ich mir jetzt Hoverboard-Akkus gekauft, weil der Plan war ja erst 12 Volt Gel-Blei-Akkus zu kaufen. So schaut aus wie eine Rollerbatterie. Das Problem ist, ich hätte davon 6 Stück gebraucht. Die bringe ich nirgends unter. Die bringe ich weder ins Helmfach noch in den Fußraum. Noch, na gut, da wo der Tank ist, brauche ich eigentlich einen Tank. Also wäre das ziemlich umständlich gewesen, aber ich habe da echt einen guten Tipp bekommen. Und zwar Hoverboard-Akkus, weil diese komischen Teile, wo man sich draufstellt und nach vorne lehnt und dann nach vorne lehnen fährt quasi. Und die haben schon 36 Volt, das ist sehr praktisch und haben irgendwie 4,4 Amperestunden. Und wenn ich jetzt 2 Stück davon, die sind glücklicherweise nicht so teuer, in Reihe schalte, habe ich eben 72 Volt, 4,4 Amperestunden. Und das reicht mit dem Motor hier 3,5 Minuten. Klar ist das nicht viel, aber es ist ja nur zum Ausprobieren. Hole ich mir jetzt nochmal 2 solche Akkus, kann ich ihn schon 7 Minuten Dauerbetrieb benutzen. Ihr müsst ihr überlegen, wie lang braucht denn der Roller, wenn du mit 40 aus der Kurve kommst, um auf 100 zu beschleunigen? Der braucht dafür
keine Ahnung, 3 Sekunden. Also hält man den Knopf, beziehungsweise ich habe dann den Gasgriff, 3 oder 4 Sekunden und geht wieder vom Gas. Da reichen 3,5 Minuten ewig. Ja. Ich hoffe, die kommen bald. Ich habe auch ein passendes Ladegerät dazu bestellt. Dann werde ich beim Roller die ganze Verkleidung verbauen. Moment, ich gehe mal wieder ein bisschen zurück. So, dann werde ich beim Roller die ganze Verkleidung wieder verbauen. Und dann, ja, da muss noch der Motor aufgebaut werden. Wie ihr seht, ist das im Moment ein Dummy-Motor. Der hat nicht mal einen Zylinder. Ja, aber das kommt alles noch. Ich arbeite dran. Ich habe ja gesagt, ich werde den Motor aus Teilen zusammensetzen, die ich noch da habe, und wirklich nur Sachen kaufen, die ich nicht habe, also die ich noch brauche, weil dafür jetzt extra nochmal einen Motor für, keine Ahnung, 2.000, 3.000 € aufbauen, für einen Versuch, das macht einfach keinen Sinn. Vor allem, weil ich mit diesem Aerox danach was ganz anderes eigentlich vorhab, nach diesem Projekt, was ich aber natürlich noch nicht verraten kann. Und deswegen wird das wirklich bloß ein Motor, der testweise aufgebaut wird mit Gebrauchteilen. Das Einzige, was ich halt neu machen werde, ist die Kurbelwelle. Die ist bei dem Motor hier einfach platt. Sie ist zwar eigentlich noch gut, aber wenn der Motor mal jahrelang rumsteht, offen und verstaubt und wie gesagt, den habe auch nicht ich aufgebaut. Wer weiß, was der vor mir da gemacht hat. Da fühle ich mich einfach nicht wohl dabei. Deswegen wird das dann so laufen, dass ich den neu aufbaue. Dann weiß ich, was für eine Welle drin ist, wie es verbaut wurde. Den kann man ja später mal für was anderes nehmen noch. Aber vorerst muss er mal neu aufgebaut werden. Dass das dann mal kein 20 PS am Hinterradmotor sein wird, sollte euch klar sein. Das ist ja echt nur ein Versuch. Wenn der jetzt 15 PS am Hinterrad hat, dann bin ich vollkommen zufrieden. Dann haue ich mir hier nochmal 5 PS dazu. Ich hoffe, die merkt man dann auch. Und dann schauen wir mal, was da passiert, was dabei rumkommt. Ich bin allgemein schon gespannt, wie das ist und wie sich das fährt. Ich hoffe, dass die Kette. Also das ist ja freidrehend. Genau, also während der Fahrt, wenn das Rad sich dreht, müsste das Teil hier eigentlich stillstehen. Ja, das tut es auch sehr schön. Und dann klingt sich das nur ein. Was ich noch ganz cool finde jetzt, dass ich ja hier so eine Rollerkupplung verbaut habe, dass die Leistung jetzt nicht schlagartig kommt. Ist ja bei unseren Rollern immer etwas schwierig, denn ihr wisst ja, schlagartig ist, laufen die Motoren eh schon und man fährt eh schon ständig Wheelie, wenn man eine bestimmte Leistung hat. Deswegen finde ich das ganz cool, dass sich das dann schleifend einklingt, die Leistung. Das finde ich ganz gut. Aber wir haben ja schon beim Turbo-Projekt und auch teilweise beim Kompressor-Projekt gesehen, dass was man sich im Kopf vorstellt, dann auch in der Wirklichkeit nicht immer unbedingt funktionieren muss. Deswegen, ich werde es einfach sehen, ja. Das wäre interessant. Das Kompressor-Projekt ist übrigens deswegen nicht beendet oder aufgegeben. Ich warte einfach noch drauf, dass ich mit dem Möhne endlich auf den Verkehrsübungsplatz kann, um den zu testen. Deswegen arbeite ich im Moment auch mit Hochdruck an dem Teil hier, weil den würde ich dann am liebsten natürlich gleich zum Testen mitnehmen. Alter, das wäre mir natürlich das Allerliebste. Dann weiß ich gleich, woran ich bin. Aber das wird schon noch, jetzt nicht eine harte Nummer, aber das wird schon noch viel Arbeit, den kompletten Motor aufbauen. Gut. Der Antrieb hier ist jetzt soweit fertig eigentlich. Da muss ich jetzt nur noch die Verkabelung machen. Die Verkabelung wird auch noch ziemlich lustig. Wenn ich mir das hier alles anschaue, klar, die Dinger hier kommen an Batterie und Motor, das ist mir klar. Aber schaut euch mal das hier alles an. Echt wieder geil.
Und vor allem, ich habe hier überhaupt keinen passenden Stecker zum Motor. Höchstens der hier, aber na doch, nee, der passt. Das ist der richtige. Das ist Hall. Hallgeber wahrscheinlich. Dann irgendwas muss dann hier zum Gasgriff gehen. Gut, zum Glück ist das Zeug beschriftet. Ich wäre total aufgeschmissen, wenn das nicht so wäre. Free Speed, Low, Middle, High wahrscheinlich. Ja, wir machen eh nur High Speed. Cruise. Ja. Nee, aber das wird schon noch ein starkes Stück. Also ich hoffe, wenn ich mich das nächste Mal mit diesem Projekt hier melde bei euch, dass ich dann meine Akkus habe, dass ich vielleicht schon den Motor aufbauen kann. Den habe ich mir überlegt, den baue ich vielleicht mit euch zusammen auf. Mal so ein richtiger Motoraufbau für einen Racing- oder High-End-Setup-Scooter. Weil, wie soll ich sagen? Ich glaube, es gibt gar nicht viele Videos im Internet, also in YouTube dazu, wie man sich so einen Motor komplett von Anfang bis Ende aufbaut. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen doch ganz hilfreich. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das mal mit euch zusammen mache. So richtig dann Steuerzeiten messen, den Block flowen und an den Zylinder anpassen, den Zylinder porten, dann die Einstellarbeiten, alles schön sauber und so wie es sich gehört auch aufbauen. Dann den Motor abstimmen und lauter solche Sachen. Ich glaube, das wäre für den einen oder anderen doch ganz hilfreich und da könnten wir eine kleine Videoserie von zwei, drei Videos machen. Dann könnt ihr euch das im Detail anschauen und vielleicht zu Hause dann selbst mal einen Motor anhand dieser Videos aufbauen. Ja. Ja, ich wollte mich nur mal wieder melden. Ein paar Leute haben schon gefragt, aber ich komme zurzeit echt zu gar nichts. Das ist so schlimm. Deswegen verzeiht mir bitte diese Verzögerung. Ich tue, was ich kann. Aber im Moment geht es echt nur schleppend voran. Vor allem, ich habe auf die Teile von Polini, also diese Mutter da, habe ich schon so lange warten müssen. Die kam ja aus Italien und Italien war ja sehr, war ja quasi dicht. Bis dann die Teile, das hat 3 Wochen gedauert, bis die aus Italien rauskamen, die Teile. Dann nochmal eine Woche, bis es bei mir war. Ja. Und dann habe ich mich natürlich gleich wieder dran gemacht, hab die Aufnahme gebaut. Das sei übrigens voll geil. Ich habe einen total netten Herrn gefunden. Der hat mir die Teile auf der Drehmaschine dann mittig gebohrt, damit das schön rund läuft. Und hat mir dann Wandler und das Ritzel ausgerichtet. Und dann schon mal angepunktet, dass ich es dann daheim nur noch festschweißen musste. Das läuft absolut rund. Also. Das habe ich noch nie so gut hingebracht, sowas. Normalerweise, ihr kennt es vom Kompressorprojekt, eiern meine Riemenscheiben eher, die ich gebohrt habe und so, aber diesmal läuft es echt rund. Ja. Nee, und dann habe ich mich jetzt, wie gesagt, immer gleich dran gesetzt und weitergebaut. Der Antrieb wäre jetzt eigentlich fertig. Die Verkleidung und das ganze Zeug habe ich ja schon, das ist schnell montiert. Ich brauche eigentlich nur noch die Akkus. Dann kann ich den Motor aufbauen und alles fertig machen und dann könnten wir einen Roller testen. Also ich denke, in 4 Wochen sollte das gute Ding schon bald fertig sein. Ja. Ich denke, ich habe jetzt genug gelabert. Im nächsten Video zeige ich euch das Setup. Ich bin noch ein bisschen am Teile zusammensuchen. Das sage ich euch dann das genaue Setup für diesen Roller und dann könnt ihr mal wetten, wie viel PS der dann am Ende haben wird und wie schnell der mal noch fährt. Obwohl, das kann ich dann auf dem Verkehrsübungsplatz nicht ausfahren. Aber ihr könnt ja mal die PS dann raten und wenn ich dann mal auf irgendeinem Prüfstand mit dem Ding bin, dann quatschen wir mal drüber, wer am nächsten dran lag, beziehungsweise wer so viel Erfahrung schon hat und den Motor so einschätzen konnte. Ihr könnt ja dann mal eine Prognose abgeben, was der mit dem E-Antrieb dazu für eine Leistung macht. Ja, aber jetzt genug gelabert. Ich sage danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis bald.